Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder Absatz Challenge zusammen mit meinem Gegner, den lieben LS Profi. Challenge! Und mit Chrissy! Und ich wollte euch doch gerade vorwarnen, weil er wieder das Mikrofon schlägt, aber naja, wir sind mal da ja stehen geblieben, und was der Herr liebe Kollege macht, das schaut bei ihm vorbei und schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ja, wie geht's da denn so, Herr Kollege? Sehr gut, weil wir ein kompetentes LU hier haben. Und eine kurze Sache noch. Kommst du mal bitte an meinen Hof? Ja, Kumi. Ist es wegen was Schlimmen oder nur so? Nee, es ist eigentlich nur als Ersatz, weil wir ja einen kleinen Bug hier auf der Map hatten. Mhm. Ich bin gerade da irgendwo bei einer Kühe drin. Muss mich aus. Lol. Ah. So, Herr. Hier, das ist nämlich, ich habe jetzt als Ersatz für das Silo, was da vorne... Ach so, ja, die Hackschnitzel oder was das sein sollte da, ja. Du hast ja, das jetzt ersetzt, ja. Da waren 100.000 Liter Silage drin, die habe ich jetzt in Ballenform gekriegt. Ich hoffe, das war okay, weil ansonsten hätte ich einen kleinen Nachteil gehabt und das war mir ja nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm für dich. Na. Jo, dann kannst du eigentlich wieder in die Arbeit gehen. Die Leute mähen hier. Korrekt. Und ich muss direkt ins Salon. Ja, liebe Leute, so, jetzt machen wir da mal weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar beim Düngen. Und dann sehe ich mir gleich mal an oben. Und da muss ich kurz nochmal was schauen. So, liebe Leute. Jetzt machen wir weiter. Da sind wir auch stehen geblieben. Jetzt werden wir da mal weitermachen. Jetzt geht es da mal mit Dünge weiter. So, Herr Kollege, fahren Sie einmal. Und ja, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die letzten Videos gefunden habt. Und vielen, vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung unter den letzten Videos. Mich freut es, damit euch die Videos gefallen. Und ja, damit ihr mich immer so supportet. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen neuen Abos. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Und jo, dann schauen wir mal, was der Kollege heute so macht. Natürlich wieder in einer neuen Aufnahmesession, das ist klar. Wir nehmen immer 4 Videos zugleich auf. Und jo, das ist dann für die ganze Woche. So. So, sehr nette Salou heute. Nicht so eine Wucherpreise wie letztes Mal. Nö, eigentlich nicht. Ja, und wie geht's Ihnen so? Haben Sie eine Story wieder? Boah, habe ich eine Story? Ich muss ja ehrlich sagen, ich war tatsächlich jetzt, habe ich das Spiel CSGO für mich gefunden, muss ich sagen. Das freut mich. So Shooter-Spiele sind auch einmal abwechslungsreich, muss ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ah, da müsstest du mal kurz weg hier. Ah, muss ich wieder. Gibt's wieder Schläg? nee, alles gut. Grüezi gut. Hallo. Jo, bitte. Haben Sie letzte Woche was gesagt mit Main? Ja. Okay. War das die Wiese, die Sie gesagt haben? Das war die eine Wiese da bei mir am Hof, die kleine da. Und dann war noch die eine da oben beim LU da. Alles klar. Passt. Danke. Ciao. Und bitte in der Schwarto-Blocker. Ja. Passt. Danke. Tschüss. Jo, ich komme später wieder. Jo, servus später. Alter, haben wir recht nettes, kompetentes Personal. Auf jeden Fall. Vor allem der eine, dieser Nico Becker, gefällt mir sehr gut. Ist das ein Neuer? Das... Oldschool-Leute von meinem Kanal kennen ihn, aber seit... Das hat auch was damit zu tun, mit einer aktuellen Situation. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt neu im LU für diese und für nächste Woche. Also eine kurze Ausleihe, damit ein paar Leute ordentlich drin sind da unten und halt, ja. Na, weil der ist mir noch nie aufgefallen, aber ist mir sympathisch, muss ich sagen. Der ist auch sympathisch, den kenne ich zum Glück so gut genug, dass er da ohne den Laden den Laufen hält, ordentlich, nicht so wie gestern, nicht wie gestern, letztes letzte Mal. Woche. Ja, genau. Gott, was 70.000 Euro für einmal Düngen, ich glaube. Ja, sonst noch Wünsche, ey.
Ja, da ist ein bisschen, glaube ich, die Kommastelle verrutscht. Ich glaube 7200, ja, aber nicht 27.000. Ja, da hat er auf einem Rechner ein paar Schrauben zu viel gedreht, ey. Mhm, kann sein, ja. Ach du. Ansonsten, wie läuft es bei dir so? Ja, gut, eigentlich. Bis auf damit, gerade bevor der Aufnahme das Internet nicht da war. Na gut. Aber das kann ja mal sein. Ziemlich überlastet durch die ganze Corona-Situation. Jeder ist am PC, jeder muss online alles machen. Ist halt ein bisschen schwer jetzt für die Online-Anbieter und alles. Mhm. Merkt man auch bei den Programmen, was ich für meine Ausbildung brauche. Wenn man ja, wenn man ein Online-Meeting haben, dann weiß nicht, dann schlägt es das Programm halbert. Ja, das ist halt weil weiß nicht, wie viel 1000 Leute darauf zugreifen gleichzeitig. Ja, das ist halt so ein Ding. Mhm. Und sonst, Herr Kollege? War nicht, ganz gut hier. Haben Sie schon wieder Pläne, was Sie machen können? Ja, meine Pläne. Ja, ich bin aktuell. Oder wollen Sie nichts verraten? Ja, doch, ich verrate öfters meine Pläne, aber aktuell habe ich so gut wie fast alles durch. Einen Plan habe ich auf jeden Fall noch. Moin. Oh, moin. Ja, muss man auf jeden Fall mal gucken hier. Justin? Ja. Kannst du an das LU 14.000 überweisen? Mähen, Waden, Düngen und Spritzen. Okay, das kann ich machen. Das ist ein ordentlicher Preis. 14.000. Jo. Jo, passt. Danke Ihnen. Ciao. Ciao. Wie viel hat er gesagt? 14.500. Oder nur 14.000? Herr Gegner? Was? Was hat er nochmal gesagt? 14.000 oder 14.500? Ich glaube 4.000. 14.000 hatten die irgendwas. Keine Ahnung, ich war jetzt gerade so beschäftigt. So, liebe Leute, jetzt haben wir uns was gekauft. Aber jetzt werden wir da jetzt erst einmal das Feld uns sehen. Und ja, da sind wir wahrscheinlich eh länger beschäftigt. Jo, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr so davon haltet vom neuen LU und jo. Und natürlich sehen wir da auch davon, weil wir Stroh brauchen. Ist es schön, wenn man ein ordentliches LU hat. Ja, schon irgendwie. Herr Kollege, jetzt einmal eine Frage. Und zwar haben wir auf dem Spülstand das Stroh-Add-on oben. Das Strohbergungs-Add-on. Hier drauf? Ja. Ne, noch nicht. Kann man aber drauf nehmen. Okay, das wäre dann ein Wunsch von mir. Ja, kein Problem. Aber muss nicht fix sein. Nein, alles gut. Das war jetzt nur nochmal eine Frage. Das kann man drauf nicht, das ist kein Ding. Das ist LC. Mhm. Na, weil jetzt da gerade was mit Strom macht, deswegen fällt mir gerade ein. Ach ja. Und sonst so, Herr Kollege, was treiben Sie gerade so Schönes? Ich presse gerade. Ja, das passt dann eigentlich. Stroh, oder was pressen Sie? Oder Silage wieder, gell? Ich presse gerade Gras. Aha. Also Silage. Hm, wer weiß. Hm. Kleiner Zigeuner, du. Oh nee. Oh Mann. Ja, passt. Jo, dann machen wir da mal die Arbeit weiter. Mhm.
Wie viel die Folge ist das eigentlich? Die 3. Boah. Warten Sie, ich sag Ihnen das. Das ist jetzt die 33. Folge. 33? Haha, die Zeit vergeht aber schon, du. Ja, das ist aber sowas von. Haben wir gerade erst einmal mit der ersten Folge angefangen. Das ist Ding. Machen wir dann so wie ein YouTube-Kollege 1000 Folgen von einem Projekt. 1000 Folgen wäre schon krass. Aber ich glaube, 1000 Folgen kriegen wir gar nicht mehr hier, hey. Na, aber vielleicht ja im 22er Teil dann einmal ein Projekt. Ja. Moin, ich habe es auch mal geschafft, beizuschauen. Jo, moin, Paulus, wie geht's? Wie steht's, mein Guter? Ah, der gute Paulus, der ist immer kaputt. Ich schaue auch gerne seine Videos, muss ich sagen. Der ist immer kaputt. Oh, nee. Aber was sagst du zu Paulus, seine Videos? Ich muss es wirklich sagen. Ich guck zwar nicht so viele von denen, aber ich sehe halt, dass er ziemlich gut auf Realismus geht. Und er steckt da viel Arbeit in seine Videos. Ja, ist auch wichtig. Also im Gegensatz zu meinen Videos, vom Aufwand her ist es nicht so viel. Nein. Habe ich es jetzt falsch schon gesagt? Was? Habe ich es jetzt falsch schon gesagt? Paulus seine Videos steckt halt mehr Aufwand als in meinen. Ja. Gib mal einfach. Aber... Ist auch top hier. Mhm. Also der New Holland sieht schon ganz gut, den ich hier gewonnen habe. Ah, geben's nur mit der New Holland. es hat gerade geleckt. Sie können sich gar nicht beschweren, sie haben 100.000 bekommen. Was sind 100.000? Was sind 100.000? Das ist die Hälfte von ihrem Traktor. Oh, aber trotzdem eine gute Summe, ey. Ja, nicht. Warte. Ich bin gerade um Beinehof. Wo war das? Wo senden Sie gerade? So. Warten's. Das ist jetzt das nach unten, das Wald. Warte. Meinen Sie. Warte. Das hier, wo ich jetzt draufstehe? Na, genau das hintere. Ist das gemäht? Ist das gemäht? Ja, das ist schon gemäht. Warten Sie mal, ich komme vorbei. Auch schon in Schwaden. Doch, in Schwaden. Ah, könnten Sie das dann bitte einsammeln? Ja. Und die Rechnung schicken Sie mir dann bitte. Und dann bitte das in mein Silage-Silo, da wo noch keine Silage drin ist. Danke. 7000 fürs Mähen übrigens. Kann sein, wenn er das überweist. Ja, ich überweise es gerade. Ich schaue gerade, wo sie sein. Geld an Hof überweisen, 7000. Genau 7000 oder waren das? Ja, genau. Dankeschön für Ihre Arbeit. Jo, dann sammle ich es ein. Jo. Auch das andere? Alles. Was? Alles geht? Klar. Okay, ciao. Danke, ciao. Was haben Sie, was hast denn du mit Nello gemacht? YouTube machen, warte. Machen, es wird auch mal ein bisschen in die Nacht, wenn Aufnahmen schreiben muss. Ja, das ist halt das Ding, es hat halt, YouTube hat auch einen gewissen Aufwand für, ich ja. Hab halt mal irgendwelche Leute an Land gezogen. Ja, also ich finde die Arbeit von YouTube entspannend, Videos schneiden. Ja, die ist auch toll, nur das Ding ist, es ist halt zeitintensiv. Die ist ziemlich zeitintensiv, die Arbeit, muss man sagen. Ja, also ich sitze für jeden Video eine Stunde ungefähr. Das ist halt das Ding. Aber da ist nur Schnitt und exportieren, also fix zum Aufladen. Und man muss ja so wie sagen, sonst wieder klickt. Man sitzt ja schon so alleine schon lange an Video dran, aber wenn man sich dann vorstellt, so ein richtig fettes, geiles Video, wo du wirklich jeden einzelnen Pixel da gespielt schneiden musst und da richtig geile kannst und alles reinmachen musst, sitzt man 3-4 Stunden mindestens am Schnitt dran. Ja, aber bis weiter geht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Da wird der Kollege noch weiterreden und dann sage ich einmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.